Herzlich willkommen in einer neuen Folge von Let's Play Fallout Shelter in der Folge Nummer 4. Ja, ein bisschen Zeit ist verstrichen und nun betreten wir wieder unseren Vault und machen dazwischen wieder ein bisschen Unfug. So, dann lassen wir sehen, was hat sich inzwischen geändert. Lebt denn unsere... Jawohl. Die ist auch noch gut unterwegs. Erkundet das Ödland seit 1 Stunde 42. 190 Kronkorken hat sie gesammelt. Kein Stimpack mehr und nur noch ein Red Away. Ich glaube, die rufen wir jetzt mal zurück. So. Und wir haben ein Achievement bekommen und 50 Kronkorken. Dann war hier... War hier nicht noch irgendwas? Nein. Ja, das automatische Ressourcensammeln von Mr. Handy ist natürlich sehr hilfreich, aber ich möchte schauen, dass ich hier so wenig wie möglich mit Ingame, Kaufen und so weiter auskomme. Wir wollen noch ein Aufseherbüro erstellen. Was kostet das? 150, wenn wir Felsen zerstören. Aber den müssen wir zerstören, sonst können wir kein Aufseherbüro bauen. Doof. Ja, bleibt uns nichts anderes übrig. Dann können wir nämlich hier unten den Aufzug, der kommt dann nämlich hier hin, und dann da drüben das Aufseherbüro direkt unter dem Kraftwerk. Dann könnten wir, wenn wir zwei Mr. Handys bekommen, könnten wir sie hier, können wir einen hier hinsetzen, der versorgt uns mit... Oh, weia. Der versorgt uns mit Wasser und Essen. Und der andere... Komm, geh mal mit rüber. Und du gehst da auch mal mit. Du auch. Und du auch. Und wenn wir hier den anderen hersetzen, dann kann der andere gleich hier Stimpacks mitnehmen und Kraftwerksstrom plündern. Vielleicht hätten wir auch gleich den anderen Kraftwerk, das andere Kraftwerk hier hinbauen können. Ein zweites werden wir dann schon expandieren müssen. So wie es wahrscheinlich aussieht. Aufzug kostet 175. Ja, das dauert noch ein bisschen. Okay. Ja gut, die Dauer braucht auch noch ein bisschen, bis sie wieder zurück ist. So, und Energie und Nahrung. Jetzt müssten wir eigentlich bald ein Achievement für Nahrung bekommen, oder nicht? Achso, du musst auch sehr Büro bauen. Ja gut, ansonsten Lagerraum haben wir noch nicht viel. 10. 10 Lagerplatz, verbesserte Jagdflinte. 5 bis 7 Schaden. Oh, da ist wieder Wasser da. Nehmen wir mal Wasser. Die Krankenstation, na gut, die zwei sind nicht besonders intelligent. Von dem her dauert das alles eine Weile. 34%, können wir es wagen? Ach, probieren wir es mal. Kronkorken 34, Kronkorken und 367 Erfahrungspunkte. Probieren wir es. Juhu, und es hat funktioniert sehr gut. Jetzt sind es 44%, da kriegen wir 44 Kronkorken und 734 Erfahrungspunkte, aber das ist mir zu riskant. Normalerweise einmal geht's gut und dann beim nächsten Mal fällt man dann durch. Dann haben wir hier entweder Feuer oder Rettkakerlaken und das muss auch nicht unbedingt sein. Oder wollen wir es probieren? Ach komm. Na klar. Na gut, die werden mit denen schon fertig. So. Nochmal probieren. 55 und EP 1101. Yeah. Nochmal probieren. Ach komm, wir gehen jetzt einfach mal aufs Ganze. Und es hat wieder funktioniert. Sehr gut. Wir können maximal... Wie viele Stimpacks können wir denn? Wir haben 5 Stimpacks. Ist ja schon mal eine Sache.
So. Ja, hier den, da kriegen wir auch nochmal 33 Kronkörper. Ah, fehlgeschlagen. Warte, rüsten wir. Achso, brauchen wir jetzt nicht ausrüsten, sind nur damit Feuerlöschern. Sehr gut. Ja, das sind halt immer so die Nebenwirkungen vom Ding. Kann sein, dass es geht, kann aber auch sein, dass es nicht hinhaut. Schauen wir mal, Wasserbehandlung, 30. Achso, Wasser haben wir voll. Aber gut, ist auch nicht schlecht. Und wir kriegen auch noch Kronkorken, also von dem her. Aber hier könnten wir nochmal probieren. Jawohl, das hat funktioniert. Und wir kriegen wieder Kronkorken. Bald haben wir die 1000 für unser Aufseherbüro fertig. Können wir hier noch irgendwas machen? Ja, wir haben hier eigentlich genug und 28 Kronkorken. Aber wir können Energie sammeln. Stimmt, wir müssen hier das Achievement noch fertig machen. Probieren wir es nochmal. Oh, schade. So, komm her. Hallo? Was ist das? Ja. So, der kümmert sich schon mal um dich. So, sehr gut. Und wir haben ein Level Up. Haben die Red abbekommen? Sieht nicht so aus. Dann können wir eigentlich noch einmal ein Tempo-Modus. Und er war erfolgreich. Sehr gut. Können wir hier nochmal 74%. Da geben wir den allererst einmal die verbesserte Jagdflinte wieder zurück. Und dann probieren wir es nochmal. Aber ich glaube nicht, dass es diesmal klappt. Nee, klappt es auch nicht. Naja, solange es eine Red Kakerlake und keine Maulwurfsraten, Todeskrallen oder sonstiges sind. 84% und 2202. Ja, ich will eh wieder viel schlagen. Ja, ist klar. So, das Wasser sammeln wir auch ein. Hier könnten wir auch nochmal. Achso, die haben jetzt halt eh gleich fertig. Können wir nochmal Nahrung einsammeln. So. Probieren wir es nochmal. Alles sehr gut. Jetzt haben wir bald voll. Tempo, dann kommen wir plus 40 bei 40% Unfallwahrscheinlichkeit. Und hier haben wir 63% Unfallwahrscheinlichkeit. Hm. 94 Kronkorken, aber 94%, da braucht man kein großer, wie sagt man, kein großer Wissenschaftler zu sein, um zu bestätigen, dass hier nur eine sehr, sehr geringe Chance besteht, dass wir ein neues Stimpack bekommen. Wobei wir eh schon 5 Stimpacks haben, übrig. So, und die läuft noch ein bisschen. Gut, und jetzt können wir nichts weiter tun als warten. Und deshalb sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Schaut auch dann wieder rein. Und macht's gut. Bye, bye.